Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Heute soll es um eine faltbare Regenjacke von Quechua gehen. Die kennen viele von euch, ein absolutes Low-Budget-Produkt, was durchaus praktisch ist. Alle Links zu dem Produkt sowie zu Alternativen, die ich dir vorschlage, findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dieses kleine Paket ist eine ganze Jacke. Ne? Und das ist schon die größte Variante sozusagen. Also, das geht noch durchaus kleiner, wenn du selbst auch noch kleiner bist. Ein praktisches Ding, was ich ab und zu gerne mal auf Tageswanderungen vor allen Dingen dabei habe, wenn es dann mehr Tageswanderungen geht, dann bevorzuge ich lieber einen Poncho, ne, der auch ein bisschen die Beine schützt. Aber gerade für so kleine Bushcraft-Touren, für Wandertouren mit dem Hund, ne, die nicht mehr tagesbezogen sind, ist das eine gute Sache. Gehen wir einmal die harten Fakten durch. Wir haben hier natürlich Plastik im Endeffekt, ne? Was so leicht und so kompakt ist, da geht eigentlich heutzutage nur noch Plastik. Wir befinden uns hier im Preisbereich von ungefähr 7-8 Euro, je nach Angebot, gerade bei Quechua. Und das gibt es in zwei Farben, beziehungsweise auch noch in der dritten Farbe mittlerweile. Das ist so ein Pink-Rotton. Die andere Farbe ist schwarz-orange. Das hier ist das blau-orangene Modell. Im Gewichtsbereich befinden wir uns unterhalb der 200 Gramm Marke. Das hängt natürlich auch von der Größe deiner Jacke ab. Schau da sonst gerne mal auf die Internetseite direkt drauf, um in deiner Größe die genaue Gewichtsangabe zu erfahren. Und jetzt gucken wir uns das Teil doch ganz einfach mal praktisch an. Wir machen das hier auf, das Päckchen, ziehen die Jacke raus und sehen dann, dass die Umrandung vom Päckchen einfach nur die Seitentasche, wo man eine Hand oder Sachen reinstecken kann, von der Jacke selber ist, also sehr pfiffig gelöst. Wie du sehen kannst, ist das Ganze eine Überwurfjacke. Das heißt, der Reißverschluss geht nicht ganz bis nach unten, sondern man wirft ihn sich wie so ein Pullover über. Wir haben eine ordentlich große Kapuze, die einem sogar ein bisschen ins Gesicht fällt. Natürlich haben wir in dem Preissegment jetzt keinen Extraschirm oder ähnliches mit drin. Ärmelbündchen, damit keine Luft reinkommt, immer sehr praktisch. Und ansonsten haben wir hier einmal den Reißverschluss, der leichtgängig nach oben und unten geht. Ist sogar von YKK, was man in dem Preissegment gar nicht so erwarten würde. Ansonsten haben wir unten einen typischen Kordelzug. Auf. Womit man auch unten natürlich um die Hüfte rum die ganze Jacke nochmal schön eng machen kann, damit da auch keine Luft reinkommt. Ansonsten war es das mit den großen und ganzen Features. Natürlich haben wir auf der rechten Seite noch einmal die Tasche, wo man die Jacke sozusagen reinkrempelt. Die Jacke ist wasserdicht bis zu einer Wassersäule von knapp 2000 mm wird angegeben. Also befinden wir uns in einem Wasserabwehrbereich von, ja, sagen wir einer 2-Stunden Wanderung mit höchstens mittelstarkem Regen. Oder einer halbstündigen Wanderung mit sehr starkem Regen. Man muss natürlich sagen, das hier ist im Prinzip ein Plastiküberwurf, wie als würde ich mir eine dicke Mülltüte überwerfen. Überhaupt nicht atmungsaktiv. Ne? Da ist nichts mit Membran oder sonst irgendwas. Das hält einfach nur das Wasser ab, aber es hält es auch drinnen sozusagen. Ich habe jetzt hier die XL-XXL-Variante. Hallo Wind, könntest du mich bitte mal ausreden lassen? Die selbst mir passt und ich bin ja schon ein kleiner Wonneproppen sozusagen. Das heißt, auch die etwas Beleibteren unter euch oder die sonst eher ein bisschen gucken müssen auf die Größen, denen kann ich das durchaus ans Herz legen. Wo ist jetzt der Einsatzbereich von dieser kleinen, mitnehmbaren, faltbaren Regenjacke? So wie ich sie benutze, ist zum Beispiel bei ein paar stündigen Touren, die ich dann mit Samwise zusammen mache, wenn ich das Gefühl habe, es könnte ein bisschen regnen, wenn man im Alltag vielleicht noch ein bisschen unterwegs ist oder als deine Backup-Regenjacke nochmal extra im Rucksack, eben weil sie wenig Platz einnimmt und weil sie relativ gewichtssparend ist. Geht es dann an die härteren Fälle, nehme ich natürlich eher ein Poncho mit 5.000 bis 10.000 mm Wassersäule. Alles in allem aber ein praktischer kleiner Ausrüstungsgegenstand zur Ergänzung, den ich sehr lieb gewonnen habe und der durchaus seine Einsatzbereiche hat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was dabei mitnehmen. Natürlich findest du wie immer hier links und rechts oben Videos zu Autoausrüstung, wie auf diesem Kanal üblich. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren und in der Videobeschreibung alle Links, die du nur irgendwie suchen könntest. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Ich sag bis dahin, tschüss, tschüss.